Schönen guten Abend. Heute lese ich euch vor eine Geschichte, die ist sehr lang, muss ich gleich dazu sagen. Aber sie ist auch sehr besonders und heißt Die Schöne und das Tier. Es war einmal ein wohlhabender Kaufmann. Er hatte 6 Kinder, 3 Söhne und 3 Töchter. Er war ein kluger Mann, ihre Ausbildung war ihm wichtig und so sparte er nicht an ihrer Erziehung, sondern ließ sie in den unterschiedlichsten Fächern ausbilden. Seine Töchter waren alle sehr schön, die jüngste aber stach durch ihre Schönheit noch ein bisschen mehr heraus und wurde von allen nur bewundert. Die Schöne nannte man sie. Das ließ ihre Schwestern sehr eifersüchtig werden. Doch sie war nicht nur hübsch, sie hatte auch ein liebenswertes Wesen. Na, noch was. Ganz im Gegensatz zu ihren hochmütigen Schwestern. Diese spielten die vornehmen Damen, weil ihr Vater reich war, und weigerten sich, Besuch anderer Kaufmannstöchter zu empfangen. Das dürften die Vorfahren von den Kardashians wissen. Nur adelige Persönlichkeiten hielten sie für gut genug, na bitte, ihnen Gesellschaft zu leisten. Die Tage verbrachten sie auf Bällen, im Theater und mit Spaziergängen im Garten und sie lachten über ihre jüngste Schwester, die lieber den größten Teil ihrer Zeit damit verbrachte, ein gutes Buch zu lesen, zum Beispiel. Da jedermann wusste, wie reich die Familie war, hielten viele wohlhabenden Kaufleute um die Hand der Mädchen an. Die beiden Älteren antworteten, es müsse zumindest ein Graf oder ein Herzog sein, dem sie die Ehe versprechen würden. Die Schöne dankte ihnen für ihren Verehren höflich, sagte jedoch, sie sei zu jung und wolle ihrem Vater noch ein wenig länger Gesellschaft leisten. Gutes Kind, gutes Kind. Eines Tages aber wurde der Kaufmann um sein gesamtes Vermögen gebracht. Einzig ein kleines Landgut weit außerhalb der Stadt blieb ihm. Unter Tränen erzählte er seinen Kindern, dort müssten sie fortan leben, wie die Bauern. Die beiden älteren Töchter empörten sich. Sie würden die Stadt nicht verlassen. Schließlich hätten sie zahlreiche Verehrer, die nur zu glücklich wären, sie heiraten zu dürfen, auch ohne Vermögen. Doch da täuschten sich die Schwestern. Keiner der früheren Verehrer wollte noch etwas mit ihnen zu tun haben. Weil niemand die beiden wegen ihres Hochmuts gern hatte, sagte man, sie verdienen kein Mitleid. Es geschieht ihnen recht, dass ihr Stolz gedemütigt wird. Sollen sie doch vornehme Damen spielen, wenn sie die Schafe hüten? Doch zur gleichen Zeit sagte jeder, das Unglück der Schönheit, das tut uns leid. Sie ist so ein gutes Mädchen, stets war sie gütig zu den Armen, freundlich und höflich, und so gab es immer noch viele Edelleute, die die Schöne heiraten wollten, obwohl sie nun mittellos war. Sie aber sagte zu ihnen, sie könne ihren armen Vater jetzt nicht im Stich lassen. Sie wolle mit ihm aufs Land ziehen, ihn in seinem Unglück trösten und ihm bei der Arbeit helfen. Die ist lieb. Die arme Schöne war anfangs sehr niedergeschlagen, als sie ihr Vermögen verlor, aber dann sagte sie sich, auch wenn ich noch so sehr weine, wird uns das unseren Reichtum nicht zurückbringen. Ich will mich bemühen, auch in Armut glücklich zu sein. Sobald sie auf dem Landgut angekommen waren, begann der Kaufmann und seine Söhne das Feld zu bestellen. Die Schöne stand bereits morgens um 4 auf und beeilte sich, die Hausarbeiten zu erledigen und die Mittagsmahlzeit für ihre Familie zuzubereiten. Anfangs fiel es ihr sehr schwer, denn sie war es nicht gewohnt, wie eine Magd zu arbeiten. Doch schon nach 2 Monaten fühlte sie sich kräftiger und die körperliche Arbeit verlieh ihr ein frisches, gesundes Aussehen. So.
Jetzt habe ich die Zeile verloren. Aussehen, da. Wenn die Arbeit des Tages getan war, so las die Schöne, spielte Klavier oder sang beim Spinnen. Ihre beiden Schwestern hingegen hätten vor Langeweile fast sterben mögen. Sie standen nicht vor 10 Uhr morgens auf, gingen den ganzen Tag spazieren und vertrieben sich die Zeit damit, ihre schönen Kleider und der feinen Gesellschaft nachzutrauern. Man schaue sich nur unsere jüngste Schwester an, sagten sie zueinander. Sie ist so dumm, dass sie mit diesem unglücklichen Zustand zufrieden sein könne. Der redliche Kaufmann dachte jedoch nicht so wie seine älteren Töchter. Er bewunderte die Tugend seiner Jüngsten und besonders ihre Geduld. Denn ihre Schwestern ließen sie nicht nur alle Hausarbeit allein verrichten, sondern schimpften sie auch noch bei jeder Gelegenheit. So verging ein Jahr der Einsamkeit auf dem Lande, als der Kaufmann eines Tages einen Brief erhielt. Ihm wurde mitgeteilt, dass ein Schiff, das Waren von ihm geladen hatte, glücklich angekommen wäre. Diese Neuigkeit entzückten die beiden älteren Töchter, die nun glaubten, das Elend hätte ein Ende. Als sie sahen, dass ihr Vater reisefertig war, baten sie ihn, er möge ihnen Röcke, Kleider, Haarschmuck und allerhand Klimbim mitbringen. Die Schöne jedoch erbat nichts. Sie dachte bei sich, dass alles Geld, das die Waren einbringen würden, nicht ausreiche, um das zu kaufen, was sich ihre Schwestern wünschten. »Warum bittest du mich nicht auch, dir etwas mitzubringen?« fragte der Vater sie. »Weil du die Güte hast, an mich zu denken«, antwortete sie. »So bitte ich dich, bring mir eine Rose mit, denn hier wachsen keine.« Der Schönen ging es jedoch nicht um die Rose, sondern darum, sich nicht dem Zorn ihrer Schwestern auszusetzen, die denken würden, sie wolle durch ihre Bescheidenheit auffallen. Der Kaufmann reiste ab, doch als er an seinem Ziel ankam, begann ein Prozess um seine Waren, an dessen Ende er sich ebenso arm auf den Weg nach Hause machte, wie er gekommen war. Oje. Als er nun doch 30 Meilen bis zu seinem Haus, als es nur noch 30 Meilen bis zu seinem Heim waren und er sich schon sehr auf das Wiedersehen mit seinen Kindern freute, gelang er in einen Wald und verirrte sich. Es schneite fürchterlich und der Wind zerrte so stark an ihm, dass es ihn zweimal vom Pferd warf. Die Nacht brach herein und der Kaufmann dachte schon, er müsse vor Kälte und Hunger sterben oder würde von den Wölfen gefressen, die er rings um sich herum bereits heulen hörte. Da erblickte er plötzlich am Ende einer großen Baumallee ein helles Licht, das sehr weit entfernt zu sein schien. Er ritt darauf zu und sah, dass es von einem großen Palast ausging, der strahlend hell erleuchtet war. Der Kaufmann dankte Gott für seinen Beistand und eilte auf das Schloss zu. Dort musste er jedoch überrascht feststellen, dass sich keine Menschenseele auf dem Hof befand. Sein Pferd, das ihm gefolgt war, entdeckte eine geöffnete Stalltür, ging hinein und fand dort Heu und Hafer. Ausgehungert wie es war, stürzte es sich gierig auf das Futter. Der Kaufmann band es fest und betrat das Schloss, wo er ebenfalls keinen Menschen sah. Als er aber in einen großen Saal kam, entdeckte er ein gemütliches Kaminfeuer und eine mit Speisen reich gedeckte Tafel. Darauf fand sich nun ein einziges Gedeck. Weil Regen und Schnee ihn bis auf die Haut durchnässt hatten, trat er ans Feuer, um sich zu trocknen und sagte bei sich, der Herr des Hauses und seine Dienerschaft werden mir diese Freiheit bestimmt verzeihen. Sicher werden sie bald kommen. Er wartete eine lange Zeit, aber nachdem es 11 geschlagen hatte, ohne dass jemand zu sehen war, konnte er seinen Hunger nicht länger zügeln.
Er griff sich ein gebratenes Hühnchen, das er zitternd mit zwei Bissen hinunterschlang. Er trank einige Gläser Wein und nachdem diese ihn kühner werden ließen, ging er aus dem Saal und erkundete die vielen großen Gemächer des Schlosses. Schließlich fand er ein Zimmer mit einem gemütlichen Bett und weil es bereits nach Mitternacht und er schrecklich müde war, hielt er es für das Beste, die Türe zu schließen und sich schlafen zu legen. Es war bereits 10 Uhr morgens, als er am folgenden Tag erwachte und er wunderte sich sehr, dass er saubere Kleidung anstelle seiner eigenen vorfand, die Nässe völlig verdorben hatte. Bestimmt gehört dieser Palast einer guten Fee, die Mitleid mit meiner misslichen Lage hat, sagte er zu sich selbst. Er sah aus dem Fenster und erblickte zu seiner Überraschung keinen Schnee mehr, sondern Lauben voller Blumen, die einfach entzückend aussahen. Er betrat den großen Saal, in dem er am Abend gesessen hatte, und entdeckte einen kleinen Tisch, auf dem ein Becher heiße Schokolade dampfte. »Ich danke Ihnen, verehrte Fee«, rief er laut, »dass Sie die Güte haben, an mein Frühstück zu denken.« Nachdem der gute Kaufmann seine Schokolade getrunken hatte, ging er hinaus zu seinem Pferd, um es zu suchen. Als er dabei unter einem blühenden Rosenbogen hindurchschritt, erinnerte er sich an die Bitte seiner Jüngsten, ihr eine Rose mitzubringen und brach einen vollen Blütenzweig ab. In eben diesem Moment hörte er ein lautes Geräusch und sah ein so schrecklich anzusehendes Tier auf sich zukommen, dass er beinahe in Ohnmacht fiel. »Du bist sehr undankbar«, sagte das Tier mit furchterregender Stimme zu ihm. Also wahrscheinlich mehr so, »du bist sehr undankbar.« »Ich rettete dir das Leben, indem ich dich in meinem Schloss aufnahm, und für meine Güte stiehlst du mir meine Rosen, die ich mehr als alles in der Welt liebe. Deine Strafe wird der Tod sein. Ich gebe dir eine Viertelstunde Zeit, um Gott um Verzeihung zu bitten.« Der Kaufmann fiel auf die Knie und flehte mit gefalteten Händen das Tier an. »Gnädiger Herr, verzeihen Sie mir, ich wusste nicht, dass ich Sie erzürnen würde. Wenn ich eine Rose für meine Tochter abbräche, die mich darum gebeten hatte.« »Nenn mich nicht gnädiger Herr«, antwortete das Ungeheuer, »sondern Tier. Ich brauche keine Liebenswürdigkeiten. Ich will, dass man sagt, was man sieht. Glaube also nicht, dass du mich durch deine Schmeicheleien erreichst. Du hast gesagt, du hättest eine Tochter. Nun, ich werde dich verschonen unter der Bedingung, dass eine deiner Töchter freiwillig herkommt, um an deiner Stelle zu sterben. Sag jetzt nichts, geh. Und wenn deine Töchter sich weigern, für dich zu sterben, so schwöre, dass du in 3 Monaten wiederkommen wirst.« Der gute Kaufmann war nicht willens, eine seiner Töchter diesem schrecklichen Ungetier zu opfern. Er dachte bei sich, so werde ich wenigstens das Vergnügen haben, sie noch einmal zu umarmen. Also schwor er, er werde zurückkommen und das Tier erlaubte ihm abzureisen, wann immer er wolle. »Aber«, fügte es hinzu, »ich will nicht, dass du mir mit leeren Händen gehst. Kehre zurück in das Zimmer, in dem du geschlafen hast, und du wirst einen Koffer finden. Leg hinein, was dir gefällt. Ich werde ihn zu deinem Haus bringen lassen.« Mit diesen Worten zog sich das Tier zurück und der Kaufmann sprach zu sich, »auch wenn ich sterben muss, habe ich zumindest den Trost, meinen Kindern etwas für ihren Unterhalt zu hinterlassen.«
Er ging also in das Schlafzimmer zurück und fand dort eine große Menge Goldstücke, die er in den Koffer füllte, von dem das Tier gesprochen hatte. Dann holte er sein Pferd aus dem Stall und verließ das Schloss mit einer Traurigkeit, die ebenso groß war wie die Freude. Ex aequo, ne? Als er am Abend zuvor, als die Freude, die er empfand, als er am Abend zuvor das Schloss betreten hatte. Sein Pferd fand den Weg durch den Wald allein und nach wenigen Stunden kam der Kaufmann wieder an seinem kleinen Haus an. Seine Kinder umringten ihn glücklich, doch anstatt sich über ihren lieben Empfang zu freuen, fing er bitterlich an zu weinen, als er sie erblickte. Er hielt den Rosenzweig, um den ihn die Schöne gebeten hatte, in der Hand und gab ihn ihr mit den Worten: Nimm diese Rosen, Schöne, sie werden deinem Vater teuer zu stehen kommen. Und dann erzählte er seiner Familie von dem unglücklichen Ereignis, das ihm zugestoßen war. Seine beiden ältesten Töchter erhoben lautes Geschrei und schimpften und machten der Schönen, die nicht weinte, bittere Vorwürfe. Da sieht man, was der Hochmut dieser kleinen Person hervorbringt, sagten sie. Warum hat sie sich denn nicht Kleider gewünscht wie wir? Aber nein, das Fräulein Besser muss etwas Besonderes haben. Sie wird Schuld am Tod unseres Vaters haben. Und sie weint nicht mal. Das ist auch nicht nötig, erwiderte die Schöne. Warum soll ich den Tod unseres Vaters beweinen? Er wird nicht sterben. Das Ungeheuer verlangt eine seiner Töchter als Ersatz. Ich alleine werde mich seinem Zorn aussetzen und ich bin glücklich, denn ich sterbe mit der Gewissheit, meinen Vater retten und ihm meine Liebe beweisen zu können. Das gute Kind. Nein, geliebte Schwester, riefen ihre drei Brüder, du darfst dich nicht opfern, wir werden das Untier aufsuchen und es entweder töten oder durch seine Klauen umkommen. Meine lieben Kinder, man kann es nicht töten, sagte der Kaufmann zu ihnen. Das Tier ist groß, kräftig. Mir bleibt keine Hoffnung. Das gute Herz der Schönen rührt mich, doch ich will sie nicht dem sicheren Tod übergeben. Ich bin alt. Wenn ich jetzt sterbe, verliere ich nur ein paar wenige Lebensjahre. Ich bedauere nur, diese nicht mehr mit euch verbringen zu können. Mein lieber Vater, sagte da die Schöne, niemals wirst du allein zu diesem Schlosse gehen. Du wirst mich nicht davon abhalten, dir zu folgen. Ich bin zwar noch jung, aber ich hänge doch nicht so sehr an meinem Leben. Lieber werde ich von diesem Ungeheuer aufgefressen, als vor Kummer über euren Tod. So sehr man auch auf sie einredete. Die Schöne ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Insgeheim freuten sich die Schwestern, sie loszuwerden, denn die Tugenden der Jüngsten ließen sie von Tag zu Tag eifersüchtiger werden. Der Kaufmann jedoch war so verzweifelt darüber, dass seine Tochter verloren gehen könne, dass er ganz den Koffer mit dem Gold vergaß. Als er aber in seine Kammer ging, um sich schlafen zu legen, fand er ihn zu seinem großen Erstaunen hinter seinem Bett. Er beschloss, seinen Kindern nichts vom plötzlichen Reichtum zu erzählen, weil seine beiden ältesten Töchter dann sicher so schnell wie möglich wieder in die Stadt hätten zurückziehen wollen. Er jedoch entschlossen war, seinen Lebensabend auf dem Land zu verbringen. Nur der Schönen vertraute er das Geheimnis an. Sie erzählte ihm, dass in seiner Abwesenheit einige Edelleute zu ihnen gekommen seien, darunter auch zwei, die ihre Schwestern verehrten. Sie bat ihren Vater, das Gold als Mitgift zu verwenden, um die beiden verheiraten zu können. Ihre Güte war grenzenlos. Sie liebte sie und vergab ihnen von Herzen, was diese ihr Böses angetan hatten. Als die Schöne mit ihrem Vater abreiste, rieben sich die niederträchtigen Schwestern ihre Augen mit Zwiebeln ein, um beim Abschied auch wirklich Tränen vergießen zu können. Aber das sind falsche Lurder.
Ihre Brüder aber weinten wahrhaftig genauso wie der Kaufmann, nur die Schöne weinte nicht, denn sie wolle das Leid der anderen nicht mähen. Das Pferd kannte den Weg zum Palast und schon gegen Abend sah sie ihn so hell erleuchtet vor sich wie der Vater beim ersten Mal. Wieder war da das Pferd ganz allein im Stall, wanderte das Pferd ganz allein in den Stall. Ja, und der Kaufmann ging mit seiner Tochter in den großen Saal, in dem diesmal eine prächtige, anzusehende Tafel für zwei Personen gedeckt war. Er verspürte jedoch keinen Hunger. Das Herz war ihm so schwer, die Schöne zwang sich dazu, ruhig zu bleiben. Sie setzte sich an den Tisch und reichte ihrem Vater die Speisen. Zu sich selbst sagte sie, sicher will das Tier mich mästen, ehe es mich auffrisst, da es uns so reich bewirtet. Das Essen war kaum beendet, da hörte sie ein gewaltiges Lärmen und der Kaufmann nahm unter Tränen von seiner jüngsten Tochter Abschied. Er wusste, jetzt würde das Tier kommen. Die Schöne konnte ihr Zittern nicht verbergen, als sie die schreckliche Gestalt sah. Sie fasste sich jedoch schnell, so gut sie konnte, und als das Untier sie fragte, ob sie aus freien Stücken hergekommen sei, antwortete sie mit zittriger Stimme, »Ja, du bist sehr gutherzig«, sagte das Tier, »ich bin dir dankbar.« »Du aber, guter Mann«, und er wandte sich an den Kaufmann, »reist morgen früh ab und wage es nicht jemals wieder hierher zu kommen. Auf bald, Schöne! Auf bald, Tier, antwortete sie, und darauf war das Ungeheuer wieder verschwunden. Ach, meine liebe Tochter, sagte der Kaufmann und umarmte die Schöne, ich bin halbtot vor Sorge, tu, was ich dir sage und lass mich hierbleiben. Nein, mein lieber Vater, antwortete die Schöne entschlossen, du wirst morgen früh abreisen und mich Gottes Beistand überlassen. Vielleicht wird er sich erbarmen. Sie legte sich schlafen und glaubte, die Nacht kein Auge zumachen zu können. Aber kaum waren sie in ihren Betten und schliefen sie auch schon, dann schliefen sie auch schon. Im Traum sah die Schöne eine Dame, die zu ihr sprach. Ich freue mich über dein gutes Herz, Schöne, die gute Tat, dein Leben für das deines Vaters hinzugeben, wird nicht ohne Belohnung bleiben. Beim Aufwachen erzählte die Schöne ihrem Vater von diesem Traum, doch auch wenn er ihn ein wenig trösten konnte, so überwog doch Trauer und Verzweiflung, als er sich von seiner geliebten Tochter trennen musste. Nachdem er abgereist war, überkam auch die Schöne eine tiefe Traurigkeit. Sie ging zurück in den großen Saal und weinte bitterlich. Doch dann besann sie sich auf ihren Mut, legte ihr Schicksal in Gottes Hand und entschloss sich, die Zeit, die ihr noch blieb, nicht in Verzweiflung zu verbringen. Sie glaubte fest daran, dass das Tier sie noch am Abend auffressen würde. In der Zwischenzeit wolle sie einen Spaziergang durch das Schloss machen, denn es war wirklich schön anzusehen, wie sie bewundernd feststellen musste. Sie war jedoch mehr als überrascht, als sie an einer Tür vorbeiging, auf der geschrieben stand, Zimmer der Schönen. Schnell öffnete sie die Tür und war geblendet von so viel Pracht. Besonders ein großes Bücherschränkchen, was jetzt, Schränkchen oder groß? Ein Klavier und einige Notenbücher fielen ihr auf. Ich soll mich nicht langweilen, sagte sie zu sich selbst, aber würde man so einen Aufwand betreiben, wenn mir nur noch ein Tag in diesem Schloss bliebe? Dieser Gedanke machte ihr Mut und sie öffnete das Bücherschränkchen. Ein Buch lag dort, no Wunder, in dem mit goldenen Lettern geschrieben stand,
Nenne deine Wünsche und Gebote, du bist hier die Königin und Hausherrin. Ach, seufzte sie, ich wünsche mir so sehr, meinen armen Vater zu sehen und zu wissen, ob es ihm gut geht. Die Worte hatte sie nur an sich selbst gerichtet, doch da fiel ihr Blick auf einen großen Spiegel und sie erkannte in ihm ihr Zuhause und ihren Vater, der in diesem Moment betrübt zurückkehrte. Ihre Schwestern liefen auf ihn zu, doch man konnte trotz ihrer Bemühungen, mitfühlend zu erscheinen, die Freude über den Verlust der jüngsten Schwester in ihren Gesichtern erkennen. Da waren die Bilder auch schon wieder verschwunden und die Schöne überlegte, dass das Tier doch eigentlich recht gütig zu ihr war und sie womöglich nichts von ihm zu befürchten hätte. Am Mittag fand sich die Tafel erneut reich gedeckt und während sie aß, hörte sie liebliche Musik, obwohl sie niemand sah. Am Abend, als die Schöne wieder auf den großen Saal zuging, vernahm sie das Grollen, das die Ankunft des Tiers ankündigte, und sie begann unwillkürlich zu zittern. Schöne, sprach das Tier zu ihr, darf ich dir beim Speisen zusehen? Es ist dein Haus, antwortete die Schöne ängstlich. Es ist dein Haus? Nein, entgegnete das Tier, niemand außer dir darf hier befehlen. Sag einfach, dass ich mich entfernen soll und ich werde es tun. Ist es nicht so, dass du mich abstoßend findest? Es ist ein bisschen wie Shades of Grey, aber umgedreht, ha? Entschuldigung. Das ist wahr, gestand die Schöne. Ich kann es nicht leugnen, aber ich glaube auch, dass du ein gutes Herz hast. Das mag sein, sagte das Untier, aber ich bin nicht nur hässlich, mir fehlt es auch an Geist und Witz. Ich weiß sehr wohl, dass ich nur ein dummes Tier bin. Nur weil man glaubt, man sei nicht klug, ist man noch lange nicht dumm. Nein, das sagt sie. Nur weil man glaubt, man sei nicht klug, ist man noch lange nicht dumm, sprach die Schöne. Ein dummes Tier wäre zu solch einer Überlegung gar nicht fähig. Nun iss, Schöne, bat das Untier. Versuch dich in deinem neuen Heim wohl zu fühlen. Es steht dir alles zur Verfügung und es würde mich traurig machen, wenn etwas nicht zu deiner Zufriedenheit wäre. Das ist sehr gütig von dir, erwiderte die Schöne. Ich muss dir gestehen, dein gutes Herz erfreut mich und wenn ich daran denke, kommst du mir gar nicht mehr so hässlich vor. Ja, vielleicht habe ich ein gutes Herz, doch ich bleibe ein Ungeheuer, seufzte das Tier. Es gibt viel größere Ungeheuer als dich, entgegnete die Schöne. Viel lieber habe ich dein gutes Herz in Tiergestalt als ein falsches, undankbares in menschlicher. Wenn ich mit Worten umgehen könnte, würde ich dir jetzt ein großes Kompliment machen, um meinen Dank zu bekunden, sprach das Tier. Aber ich bin nun mal ein Tölpel und kann dir nur sagen, danke. Die Schöne aß mit großem Appetit weiter, denn sie hatte nun kaum noch Angst vor dem Tier. Allerdings erschreckte es sie doch sehr, als sie plötzlich von ihm gefragt wurde, willst du meine Frau werden, Schöne? Vorsichtig schwieg sie eine Weile, weil sie nicht sicher war, ob sie durch ihre Antwort den Zorn des Tieres erregen würde. Doch schließlich erwiderte sie zaghaft, nein, Tier. Da seufzte das Untier so erbärmlich, dass sein Stöhnen im ganzen Schloss widerhallte und sagte traurig, dann bis später, Schöne. Es verließ den Saal, doch drehte es sich immer wieder zu der Schönen um sie zu betrachten. Als sie allein war, tat es der Schönen leid,
dass ihre Antwort das Tier verletzt hatte. Ach, wäre es doch nur nicht so hässlich, sprach sie zu sich, es hätte ein wahrlich gutes Herz. So vergingen 3 Monate und die Schöne verbrachte ein beschauliches Leben im Schloss. Jeden Abend leistete ihr das Tier beim Essen Gesellschaft. Sie unterhielten sich angeregt und die Schöne entdeckte mehr und mehr gute Eigenschaften an ihm. Dadurch, dass sie es täglich sah, hatte sie sich an seine Hässlichkeit gewöhnt. Längst fürchtete sie sich nicht mehr, das Untier zu sehen, sondern sah manchmal sogar sehnsüchtig auf die Uhr, ob es nicht bald 9 wäre und das Tier Zeit mit ihr verbringen würde. Nur eine Sache bereitete der Schönen Kummer. An jedem Abend, kurz bevor das Tier sie verließ, fragte es erneut, ob sie es heiraten würde. Und wieder musste sie Nein, nein, nein antworten und mit ansehen, wie die Verzweiflung das Gesicht des Tiers überschattete. Eines Tages sagte sie, Tier, es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte deine Frau werden, aber doch, ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass ich jemals Ja sagen werde. Ich habe dich gern und ich werde dich immer gern haben. Bitte versuch dich damit zu begnügen. Das muss ich wohl, erwiderte das Tier. Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich, dass man mich wegen meiner Hässlichkeit nicht lieben kann. Doch ich liebe dich sehr. Ich bin schon glücklich, weil du bei mir bist. Versprich mir, mich niemals zu verlassen. Da wurde die Schöne traurig, denn sie musste an den Spiegel denken und ihren von Trauer kranken Vater, den sie so gerne noch einmal wiedersehen würde. Ich verspreche dir, immer bei dir zu bleiben, Tier, sagte die Schöne, wenn du mir erlaubst, meinen Vater noch ein einziges Mal zu sehen. Ich sehne mich so sehr nach ihm und werde vor Kummer vergehen, wenn du mir meine Bitte abschlägst, ihm zu begegnen. Ich will lieber sterben, als dich traurig zu sehen, antwortete das Tier. Du sollst zu deinem Vater zurückkehren. Du wirst dort bleiben und ich werde vor Gram darüber zugrunde gehen. Nein, rief die Schöne daraufhin weinend, ich will nicht, dass du stirbst. Ich hab dich doch gern, ich verspreche, in 8 Tagen zurückzukehren. Der Spiegel ließ mich sehen, dass meine Schwestern verheiratet sind und meine Brüder zur Armee gegangen sind. Mein Vater ist ganz alleine, ich möchte ihm nur eine Woche Gesellschaft leisten. Natürlich, sagte das Tier, schon morgen früh sollst du zu Hause sein. Doch erinnere dich an dein Versprechen, leg einfach deinen Ring vor dem Schlafengehen auf einen Tisch und du wirst zu mir zurückkehren. Leb wohl, meine Schöne. Das Tier seufzte mitleiderregend und die Schöne ging betrübt zu Bett, unglücklich darüber, ihr Tier so traurig niedergeschlagen zu sehen. Als sie am nächsten Tag erwachte, befand sie sich auf wundersame Weise im Haus ihres Vaters. Sie läutete eine Glocke, die sich neben ihrem Bett befand. Eine Magd schaute zur Tür herein und schrie laut auf, als sie sie erblickte. Ihr Vater, vom Lärm angelockt, kam hinzu und war außer sich vor Freude, seine geliebte Tochter zu sehen. Eine Viertelstunde hielten sie sich einfach nur im Arm. Die Schöne bemerkte, dass sie gar nichts zum Anziehen dabei hatte, doch die Magd berichtete von einer großen Truhe voll mit goldbestickten und diamantbesetzten Kleidern, was man halt so braucht auf einem Bauernhof, gell? Die soeben im Nebenraum gefunden wurden. Die Schöne war dem Tier dankbar für diese Aufmerksamkeit und wählte das schlichteste der Kleider für sich aus. Als sie jedoch die Magd anwies, die anderen Kleider ihren Schwestern zu schenken, verschwand die Truhe ganz plötzlich. Das Tier hatte die Garderobe anscheinend nur für dich vorgesehen, bemerkte der Vater. Und sogleich erschien die Truhe wieder an ihrem Platz. Ihre Schwestern eilten sofort mit ihren Ehemännern herbei, nachdem sie von der Ankunft der Schönen erfahren hatten. Beide waren in ihren Ehen
nicht wirklich glücklich geworden. Die Älteste hatte zwar einen überaus schönen Mann geheiratet, doch der Edelmann war so verliebt in sein eigenes Äußeres, dass er seine hübsche Ehefrau übersah. Die Zweite hatte einen wortgewandten Mann geheiratet, aber er nutzte seine Begabung nur dafür, Zwietracht zu sehen und seine Frau zu verärgern. Als die beiden ihre kleine Schwester begrüßten, stellten sie voller Neid fest, wie elegant und vornehm die Schöne gekleidet war. Alle Freundlichkeit der Jüngsten waren vergebens. Die Älteren wurden nur noch eifersüchtiger, als sie sahen und hörten, wie glücklich ihre Schwester geworden war. Weinend liefen sie in den Garten und jammerten: Warum hat dieses dumme Kind mehr Glück als wir? Sind wir nicht viel liebenswerter? Da kam die Älteste mit einer Idee. Schwester, flüsterte sie, lass uns versuchen, sie länger als diese 8 Tage hier zu halten. Das Ungeheuer wird sicher zornig werden und sie womöglich doch auffressen. Du hast recht, antwortete die andere. Aber um das zu erreichen, müssen wir sie sehr umschmeicheln. Sie gingen ins Haus zurück und waren wie verwandelt. Sie überhäuften die Schöne mit Nettigkeiten, waren zuvorkommend und freundlich. Die Jüngste war sprachlos. Sie war so voller Dankbarkeit und Freude, dass ihr die Tränen kamen. Und als die 8 Tage um waren und ihre Schwestern so herzzerreißend klagten, sie solle sie doch nicht schon verlassen, da versprach sie, weitere 8 Tage zu bleiben. Bald jedoch erinnerte sich die Schöne an den Kummer, den sie dem Tier durch ihr Fortbleiben bereitete. Sie sehnte sich nach seiner Gesellschaft und träumte in der 10. Nacht, sie würde ihr Tier sterbend im Garten des Schlosses finden, zutiefst gekränkt durch ihre Undankbarkeit. Sie erwachte sogleich und brach in Tränen aus. Was für ein schrecklicher Mensch bin ich nur, rief sie, mein Tier so zu enttäuschen, wo es mich doch so sehr liebt. Es ist nicht schön, es ist nicht redegewandt, aber es hat ein gutes Herz. Das ist so viel mehr wert als alles andere. Warum nur wollte ich nicht seine Frau werden? Ich wäre mit ihm so viel glücklicher geworden, als meine Schwestern mit ihren Ehemännern. Schönheit und Wortwitz allein macht eine Frau nicht glücklich. Ein edler Charakter, Freundlichkeit und Güte hingegen schon. Das Tier hat all diese Eigenschaften. Es ist zwar keine Liebe, die ich für sie empfinde, aber Freundschaft, Dankbarkeit und Achtung. Ich muss mich beeilen. Ich will nicht, dass es meinetwegen länger unglücklich ist. Mit diesen Worten legte die Schöne ihren Ring auf den Tisch und ging zurück ins Bett. Sie schlief sofort ein und als sie am Morgen erwachte, bemerkte sie voller Freude, dass sie zurück im Schloss des Tieres war. Sie zog ihr schönstes Kleid an und zählte die Stunden bis zum Abend, wenn das Tier Schlag 9 zu ihr kommen würde. Doch die Zeit verging und das Tier erschien nicht. Die Schöne bekam große Angst. Sie könne durch ihr langes Fortbleiben seinen Tod bewirkt haben und rannte laut rufend durch das Schloss. Doch nichts rührte sich. Da erinnerte sie sich an ihren Traum, lief in den Garten und dort sah sie es. Das Tier lag regungslos im Gras. Die Schöne warf sich weinend über seinen Körper im Glauben, es sei tot. Doch da fühlte sie sein Herz schlagen, holte Wasser aus einem nahen Weiher und goss es ihm über den Kopf. Das Tier öffnete die Augen. Du hast dein Versprechen vergessen, sagte es zu der Schönen. Aus Verzweiflung, dich verloren zu haben, will ich sterben.
aber mein Tod wird friedvoll sein, da ich dich nun noch einmal sehen durfte. Nein, mein liebes Tier, rief die Schöne, du darfst nicht sterben, bitte lebe und werde mein Ehemann. Jetzt und hier gebe ich dir meine Hand und schwöre, dass ich nur dir gehören werde. Ich dachte, ich würde nicht mehr als eine Freundschaft für dich empfinden, aber das Leid, das ich soeben spüre, als ich dachte, dich verloren zu haben, sagt mir, dass ich ohne dich nicht leben kann. Kaum hatten die schönen Worte ihren Mund verlassen, da erstrahlte das Schloss in wahrem Lichterglanz. Feuerwerk erhellte den Himmel, Musik erklang, als würde ein großes Fest angekündigt. Doch davon wurde ihr Blick nicht lange gefesselt. Gebannt und sorgenvoll schaute sie auf ihr geliebtes Tier. Doch wie groß war ihre Überraschung. Das Tier war verschwunden. Vor ihren Augen und ein wunderschöner Prinz lag plötzlich zu ihren Füßen und dankte ihr, ihn von einem Zauberbann befreit zu haben. Obwohl solch ein Prinz sicher mit großem Respekt behandelt werden musste, galt die erste Frage ihrem Tier. »Wo ist es?« fragte sie den Prinzen. »Du siehst es zu deinen Füßen«, antwortete er. »Ich wurde von einer bösen Fee verwandelt und dazu verbannt, so lang in hässlicher Tiergestalt zu leben, bis ein Mädchen bereit wäre, mich zu heiraten, ohne von meinem menschlichen Wesen zu wissen. Du warst die Einzige, die hinter der scheußlichen Fassade meine guten Eigenschaften gesehen hat. Und wenn ich dir jetzt meine Krone anbiete, wird dies doch nicht annähernd genug sein, um dir meine Dankbarkeit zu zeigen.« Voller Erstaunen und Freude reichte die schöne Prinzessin dem Prinzen ihre Hand. Zusammen gingen sie zum Schloss. Wieso ist die schon eine Prinzessin? Na gut. Zusammen gingen sie zum Schloss, wo bereits ihr Vater und ihre ganze Familie im großen Saal warteten. Die schöne Dame, die sie einst im Traum gesehen hatte, hatte alle ins Schloss gebracht. »Schöne«, sagte die Dame, die eigentlich eine Fee war, »dies ist die Belohnung für deine gute Wahl. Der Tugend hast du dann den Vorzug vor Schönheit und Redegewandtheit gegeben. Du verdienst einen Menschen, der all diese Eigenschaften vereint, und wirst eine große Königin werden. Lass dein liebes Wesen durch diese hohe Stellung nicht vergehen. Was aber euch betrifft, ihr jungen Damen«, und sie wandte sich den beiden Schwestern zu, »ich kenne eure Herzen und die Bosheit, die darin wohnt.« »Nur zu gut. Ich kenne die nur zu gut. Ich verwandle euch in zwei Statuen, doch unter eurem steinernen Gewand werdet ihr weiterhin denken und fühlen können. Neben dem Schlossportal sollt ihr dem Glück eurer Schwester zusehen können und werdet erst dann wieder eure menschliche Gestalt zurückerlangen, wenn ihr euch eure Fehler eingestanden habt. Doch fürchte ich, ihr werdet immer Statuen bleiben, denn Hochmut, Jähzorn und Faulheit lassen sich bekämpfen. Neid und Bosheit aus den Herzen zu verbannen, ist ein seltenes Wunder.« In diesem Moment schwang die gute Fee ihren Zauberstab und brachte alle in das Königreich des Prinzen. Freudig begrüßten ihn seine Untertanen, er nahm die Schöne zu seiner Frau, und sie lebten lange und in dem vollkommenen Glück, das nur aus der Kraft des Guten entstehen kann. Für alle Zeit zusammen.